So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Nämlich, warte, ganz kurz gucken, nutze Schildtränke. So, welche Schildtränke haben wir zurzeit im Spiel? Richtig, ihr seht rechts unten im Inventar einmal die kleinen Schildtränke. Das sind hier die kleine Schildtrank und großer Schildtrank. Dann gehen wir einfach dahin. Also gehen auf die Markierung drauf mit L1, R1, da ganz da rechts. Und mir einmal den Mini. Zack. Haben wir schon eins von drei. Zack. So, bei 50 kann man nicht mehr nehmen. Dann nehmen wir den großen. Und dann machen wir die 100 auch voll. Und so haben wir schon wieder die nächsten XP gesammelt. Zack. 22.000 XP. Dafür, dass man quasi drei Schildtränke genommen hat. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Klar, die meisten werden wissen, dass das Ganze so und so funktioniert. Ist klar. Aber es ist natürlich, wir haben immer wieder auch Anfänger und hast du nicht gesehen. Also habt Gnade, denen ich helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.